Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und wir fangen mit der ersten Folge Rainbow Six Siege Top 5 of the Week an. Kurz vorweg wollte ich mich bei euch bedanken, dass wir echt so viele Videos bekommen haben. Also ich habe echt sehr, sehr viele Videos bekommen. Danke dafür. Und auch teilweise sehr gute Videos. Gewisse Personen haben mir sehr, sehr viele Videos auf einmal geschickt. Wrist Pain zum Beispiel. Und ja, keine Sorge, die anderen Videos werden noch dran kommen. Und ja, ich wollte mich echt bei euch bedanken, dass es echt so gut ankommt. Ich denke mal, dass die Serie echt sehr, sehr gut ankommen wird. Also es macht mir sehr viel Spaß und ich glaube, euch macht es auch sehr viel Spaß, dass wir einfach als Community dann sowas Gemeinsames dann machen. Ja, wir fangen mal direkt an. Platz 5 geht an. Wrist Pain, er spielt Bereich sichern. Nur noch zwei Leute sind übrig und die sichern gerade. Und er weiß, okay, er muss da rein. Und guckt, wo er dann reinkommen kann. Überall Rauch. Er sieht, Thermite hat hier aufgemacht. Geht hier schnell rein. Und hat überhaupt keine Zeit nachzudenken, weil das wird gerade angenommen. Und da sieht der Thermite, messert ihn immer. Läuft durchs Rauch. Und sieht, okay, er wird wiederbelebt. Holt den ersten, holt den zweiten. Hat keine Zeit zu nachladen und holt den letzten. Und so hat er es geschafft, die Runde zu gewinnen. Und ja, Leute, T-Baggen auf keinen Fall vergessen. Kommen wir zu Platz 4. Platz 4 geht wieder in Wrist Pain. Und hier holt er den ersten, und zwar kommt er, versucht noch zu messern, aber er hat ihm einen Headshot gegeben. Hat nur noch 78 HP und weiß, die Gegner sind da drin. Er guckt, ist sehr fokussiert und konzentriert, weiß, okay, ich bin der Letzte, nur noch 3. Hat nur noch 64, weiß, der Gegner ist da, schießt, trifft ihn nicht oder sieht ihn auch nicht und ist sehr gespannt, ob er das dann schaffen wird. Hat nur noch 26 HP und das gegen 3. Wir werden sehen, ob es gut endet oder nicht. Und sieht von links und rechts Schüsse und er kann sich nicht entscheiden, wohin er gucken soll. Ob einer von da kommt oder auch von hier. Hat nur noch 17, hat nur noch 3% und okay, wie sieht's aus? Schafft er es oder schafft er es nicht? Holt den ersten und messert ihn noch, kurz bevor er gestorben ist. Und okay, nur noch einer. Hier habe ich vorgespult, weil er echt eine lange Zeit gewartet hat. Also so eine Konzentration muss man echt mal haben, dass man so lange wartet. Respekt dafür und die warten und warten die ganze Zeit, bis sich einer bewegt. Und ja, endlich ist es soweit, er holt den letzten und gewinnt die Runde. Echt Respekt für die Runde. Gut gemacht. Ja, gehen wir mal weiter. Und zwar auf Platz 3. Hier spielt Prince Hulk mit Cupgun. Einer läuft in seine Cupgun-Falle rein. 4 gegen 4. Er läuft und sieht hier die Gegner. Holt den zweiten, holt den dritten, holt den vierten. Ist geflasht, geht kurz nach hinten und weiß, da ist der letzte Gegner, den will ich auch holen. Wirft nochmal Nitro-Handy, leider bekommt er keinen, lädt nochmal kurz und dann sieht er ihn in der Ecke, schießt, Headshot, Ace, gute Runde. Respekt dafür. Und Leute, T-Baggen nicht vergessen. Platz 2 geht an DRG, Kyle. Geisel ist entnommen, Matchball, schießt ohne die Geisel zu treffen, er ist draußen, er wird angezeigt, trotzdem messert er ihn, um ihn abzuhören und weiß, wo die Gegner sind. Einer ist unten, hatte er schon verletzt, der andere oben. Wirft nochmal eine Kontaktgranate, leider trifft er ihn nicht und weiß, der Gegner ist da. Holt seine Pistole raus, schießt und holt ihn. Und somit haben die Runde gewonnen. Sehr gut. Kommen wir zu Platz 1. Wieder Cabrera, wieder Rook Spain. Er weiß, die Gegner sind unten und muss sehr konzentriert bleiben. Wird er sich trauen, nach unten zu gehen oder nicht? Er wartet noch eine Runde, bis er sicher ist, dass keine Gegner mehr hier sind. Guck nochmal, ob der Gegner da sind. Ist frei, nur noch 3 gegen 5. Er springt runter und da sieht er die Gegner schon. Er schleicht sich ran, er weiß nicht, wen er holen soll. Holt erstmal Blackbeard, messert ihn, messert den nächsten und den nächsten. Schießt erstmal, bis alle tot sind. Holt nochmal Blackbeard und der letzte ist auf der linken Seite. Das weiß er. Schieß nochmal auf ihn. Leider bekommt er nicht, aber dennoch eine sehr gute Runde. Ja, das waren die Top 5 Videos, meine Freunde. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. Falls du noch andere Videos hast, dann klick auf die linke Seite. Da erkläre ich, wie ihr die Videos schicken könnt. Und ja, falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du noch keinen Abonnent bist, kannst du gerne abonnieren, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Das war's von mir, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.